Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Creator Sim Demo. Ja Leute, machen weiter an dieser Stelle. Diesmal kam ja sehr, sehr oft der Wunsch, beziehungsweise in der letzten Folge, dass ich eine gewisse Person erstellen soll, nämlich die Angie. Eine sogenannte Angie wollen wir jetzt hier erstellen an dieser Stelle, also machen wir das einfach mal. Schließlich machen wir mal weiblich und das wird jetzt wirklich nicht leicht, weil das Problem ist ja auch, dass wir hier das Alter noch nicht einstellen können. Wir können ja nur junge Erwachsene machen. Ich glaube aber, dass wir das später noch ändern können, ohne dass die Details sich verändern oder so. Muss man dann einfach mal gucken. Legen wir los, ne? Nee, nicht so wirklich. Das passt, glaube ich, ganz gut zu der sogenannten Angie. Ja doch, das machen wir einfach mal so. Ich habe übrigens auch eine Vorlage, ne, auf meinem Zeitbildschirm. Müssen wir mal gucken, ob wir es halbwegs hinbekommen. Wir fangen erstmal an mit dem Körper. Mal so hier. So. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, aber da muss auf jeden Fall Schultern sind noch ein bisschen breiter. Arme weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich würde einfach mal rein gefühlt da auch mal ein bisschen noch mehr machen. Hier vielleicht auch. So. Das fühlt sich wieder so... Leute, das fühlt sich so falsch an, was ich hier mache. Ne, machen wir mal so hier. Kann ich hier auch noch machen? Ganz gut. So. Also man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Das Problem ist, ich habe jetzt nur ein Bild von vorne und keine Vorlage. Aber so ungefähr dürfte jetzt hinhauen, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt kein Profil von der Seite. So. Das Problem ist, die Klamotten sind gerade sehr, sehr, sehr ungünstig gewählt. Natürlich die Beine, die sind jetzt klein. So hier. So gut, ich denke von der Körperform ist das erstmal gar nicht so schlecht, oder? Also, was meint ihr? Das ist ein komisches Tattoo. Weiß gar nicht, ob ich das dann irgendwie, mal gucken, wie ich das dann wegkriege. So, dann machen wir erstmal weiter mit Klamotten, würde ich sagen. Kombination, Tops, Tanktops, Anzugjacken. Anzugjacken ist super, denke ich. Jacken können wir auch mal ganz kurz schauen. Ach du Scheiße. Moment mal eben. So, besser. Oh, das fühlt sich echt so falsch an, Leute. Das fühlt sich so falsch an. Wir gucken mal bei Anzugjacken. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Also entweder das hier. Das ist auch nicht schlecht. Wenn wir die Farben noch irgendwie ändern, wartet mal eben. Irgendwie hier rot oder so. Ich guck mal hier, weil das ist an sich auch nicht schlecht. Aber so zugeknöpft gibt es das leider nicht, ne? Bei meiner Vorlage ist es zugeknöpft. Aber egal, da ist es halt offen, aber rot ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ne, wir machen mal rot-schwarz, das ist okay. So, dann brauchen wir noch eine Hose. Alter Schwede. So, ne, wir müssen ja hier eine, weiß ich nicht, einfach nur eine lange Hose machen, würde ich sagen. Also sowas eher nicht. Ich wäre unwahrscheinlich. Sowas hier ist, glaube ich, besser. Was gibt's denn hier eigentlich für Muster? Ah, okay. Also man kann es auch mit einem ordentlichen Muster machen. Weil das würde ja auch passen, denke ich, ne? Können auch das hier machen. Und auch schwarz. Also ist jetzt kein so großer Unterschied. Nee, ich denke aber, so stoffhosenmäßig gibt es hier leider nicht, so wie ich das sehe. Unterwäsche gucke ich mir jetzt nicht an. Das überlasse ich dann unserer Angie dann selber. Ich mache einfach mal die Hose, die finde ich ganz gut. So gut, das ist erstmal gar nicht so schlecht. Damit kann ich leben. Die Schuhe sind eigentlich auch nicht so verkehrt. Die können wir eigentlich glatt lassen, oder? Oder die hier. Die sind auch gut. Nehmen wir die hier. Ich denke, das passt. Wir können ja nochmal ganz kurz wegen der Farbe schauen. Wie hatte das denn? Oh, nee. Wo sind jetzt die, die ich auswählen wollte? Die hier waren das gewesen, ne? Ja, die sind gut. Wir können die Farbe meinetwegen nochmal ganz kurz ändern. Schwarz? Oh, nee, machen wir so hell. Hell ist okay. So. Gut, Leute, das hätten wir erstmal. Dann machen wir weiter mit... Achso, das war's. Können wir nochmal ganz kurz schauen. Ob wir noch irgendwas finden. Armband jetzt eher nicht. Handschuhe. Okay. Nee, das passt natürlich auch nicht. Ringe. Also bei meiner Vorlage ist kein Ring zu sehen. Und da sehe ich alle Finger. Also eigentlich müsste ein Ring da sein. Ne? Aber da jetzt bei der Vorlage kein Ring ist, lasse ich das jetzt einfach mal weg. Ja, unsere Angie, die ist alleine und noch suchend oder so. Wir können ja dann wirklich dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Barney Stinson einziehen lassen. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns dann noch überlegen, weil das kam auch als Vorschlag zum Beispiel. So, Leggings ist mir auch egal und Socken ist mir auch ziemlich bummi. Kann ja einfach mal das drunter ziehen. Ach, scheiße, das sehen wir dann. Nee, sie hat ja halt keine Socken an. Ne? Also, so hier, machen wir das doch.
Oder so. Ist das so eine, Netzstrumpfhose? Ich weiß es nicht. Nee, das geht auch nicht. Mach mal ohne. Ich denke, das ist okay so erstmal von Klamotten her. Machen wir weiter mit dem Gesicht erstmal. Dum, dum, dum. Gesicht. Nee, wir machen erstmal die Haare. Ich denke, das ist das Beste. Die Frisur ist übrigens gar nicht so unpassend. Also von dem, was es hier gibt, muss man mal schauen. Also man wird auf jeden Fall beim Mittellang erstmal schauen. Das hier ist ganz gut. Und das ist alles dann schon wieder... Nee, das passt auch nicht. Nee. Nee, ich würde einfach mal die hier nehmen. Die ist, glaube ich, ganz okay. Weil kurz ist zu kurz, wenn ich mir das hier so angucke. Das ist auch witzig. Und lang ist zu lang. Nee, wir machen... Oh, das ist ja auch abgefahren. Nee, wir machen mal ruhig so hier. Ich glaube, das ist ganz okay. Aber die Haarfarbe müssen wir auch noch ändern. Also auf meinem Bild ist es eigentlich sehr viel heller. Eher so in die Richtung. Nee, das ist mir schon wieder zu gelb. Ich würde wirklich mal das hier nehmen. Das ist ganz okay. So, nee, das lassen wir jetzt erstmal so. Als nächstes die Augenbrauen. Ein bisschen schmaler. Das ist ganz gut. Das lassen wir einfach mal. Augen. Augen sind auf jeden Fall blau. So. Oder so hier. Ich nehme mal die hier. Das ist ganz okay. Hat die gleiche Augenfarbe wie unser Terence Hill. So, aber die Form muss ich auf jeden Fall noch ändern. Nein. Was ist denn los? Warum hat die denn so... Okay, das ist dann schon besser. Also Lidschatten und so würde ich halt weglassen. Also die meisten Augen sind ja so ganz komisch schwarz. Kann auch daran liegen, dass es noch eine Beta ist. Die sind gar nicht so verkehrt. Ich glaube fast, die könnten wir sogar nehmen, Leute. Kann ich da irgendwie jetzt noch... Ich kann sie größer machen, kleiner. Ich mache sie mal noch ein bisschen kleiner. Machen wir mal so hier ungefähr. So, als nächstes die Nase. Die Nase sieht aber eigentlich schon ganz gut aus. Wir könnten sie noch ein bisschen so hier machen. Das auch noch ein bisschen breiter. Nee, das geht gar nicht. Aber eigentlich ist es schon so okay, muss ich sagen. Ich guck mal, ich mach ein bisschen. So. Und Mund jetzt als nächstes. Gehe ich nochmal ganz kurz raus. Das sind auf jeden Fall dünner und breiter, die Lippen. So ungefähr. Ja. Also man muss halt jetzt überlegen, was eingeschränkt hier mit den Möglichkeiten, ne? Und dafür ist es erstmal gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt zumindest. So, wir gucken mal eben noch weiter, was es gibt. Accessoires. Ohrringe, ja. Ohrringe. Die hier sehen doch ganz gut aus. Ja, die sind doch super. Dann lassen wir auch gleich die Farbe. Finde ich spitze. Brille passt nicht. Und aber auf meiner Vorlage ist auch eine Kette da. Nee, so eine nicht. Nehmen wir mal. Die hier ist eigentlich ganz gut. Ja doch, die ist ganz gut. Die lassen wir mal. So, Make-up. Make-up eigentlich eher nicht, ne? Würde ich weglassen. Eyeliner. Wangen. Sieht das aus? Ja doch, Wangen können wir doch ruhig mal ein bisschen machen, oder? Machen wir mal. Aber jetzt ein bisschen ganz dezent nur. Ganz dezent. Ein bisschen dunkler. So. Lippen. Lippen können wir aber auch... das ist ein bisschen übertrieben. Ja, so einen... So hier vielleicht. Oder so. Das ist gut. Das ist perfekt, Leute. Das lassen wir so. Zumindest, wenn ich mir meine Vorlage angucke. Von der mysteriösen Angie. Nö, ja, das ist erstmal ganz okay. Also, wir können das eigentlich so lassen. Kann man den Hals noch ein bisschen nach unten machen, vielleicht? Den Hals würde ich, wenn ich drüber nachdenke, noch ein bisschen nach unten machen wollen. Kann ich aber hier leider nicht. Aber ich kann den dünner machen. Nee. Ach stimmt, wir haben die Gesichtsform noch gar nicht bearbeitet, Leute. Wartet mal eben. Stimmt. So. So. Ja, so ein Kinn ist aber jetzt ein bisschen übertrieben. Ich mach mal so hier. So. Das fühlt sich echt ganz, ganz komisch an. So, den Mund können wir vielleicht... Jetzt habe ich sie noch breiter gemacht, glaube ich. Die Nase kann man aber eigentlich so lassen, denke ich. Ich würde den Hals aber gerne ein bisschen kleiner machen. Also das ist schon kürzer, würde ich den gerne machen. Es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als davor, denke ich. Jetzt kann man... Nee. So hier. Die Augen vielleicht noch ein bisschen außen...
Ah, man kann auch die Iris einstellen. So. Ich sehe noch ein bisschen weiter auseinander. Moment. So hier bestimmt, ne? Alles klar, okay, dann machen wir mal so hier. Aber der Hals ist mir zu lang. Aber den kriege ich nicht eingestellt. Also ich kriege den noch breiter und dünner, aber nicht kürzer oder länger, leider. Ja, machen wir halt so hier. Erstmal. Ich hätte den Kopf gerne ungefähr hier gehabt, an der Stelle. Das würde irgendwie besser passen, glaube ich, aber ich krieg's nicht hin. Wenn ihr wisst, wie man den Hals kürzer macht, dann könnt ihr es mir ja schreiben, aber ich finde gerade nichts. Nee. Gut, Leute, das hätten wir erstmal dann noch schnell Persönlichkeit und so erstmal machen. Aber ich finde es nicht schlecht. Also, ihr müsst halt echt bedenken, man ist ja wirklich noch eingeschränkt momentan. Und dafür finde ich aber das schon gar nicht so verkehrt. Und ich muss mal eben noch einen Namen machen. Ich mach mal so die Angie. So. Die Angie. Das ging vor allem fast für was mit Engel. Ist ja auch ein Engel, den wir hier erstellt haben. Kann man ja sagen, was man will. So gut, hier geht's weiter. Wähle ein Bestreben, Beliebtheit, Essen, Kreativität, Glück. Familie, Liebe, Natur, sportlich, Wissen. Beliebtheit würde vielleicht ganz gut passen. Aufgeschlossene Sinn, schließen schneller freundschaftliche Beziehungen. Freundin der Welt. Dieser Sinn möchte so viele Freundschaften wie möglich schließen und erhalten. Partylöwe? Nee. Witzbold. Dieser Sinn möchte Witze erzählen und ein berühmter Kumpel. Nein, nein. Freundin der Welt finde ich großartig. Das passt doch, oder? Freundin der Welt finde ich wirklich super. So, Merkmale wählen. Aktiv, düster. Was haben wir bei düster? Die Sims sind häufig traurig, sie können gegenüber anderen Sims seufzen und während sie traurig sind, verbessert sie ihre Kreativität. Nee. Hitzkopf, Genie. Ah. Romantisch, selbstsicher wird auf jeden Fall passen. Also das definitiv. So, dann gucken wir mal. Genießerin, Geek, nein. Bücherwurm. Bücherwurm würde auch passen. Perfektionistin würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Musikliebhaberin. Also Bücherwurm würde noch gehen, aber wir gucken erstmal weiter. Faul, nein. Ehrgeizig, das definitiv. Die sind so halbmächtige Stimmung bei Karrierefolgen und negativen Stimmung bei Karrieremissionen. Ja, machen wir mal noch ehrgeizig. Liebt die Natur, materialistisch, tollpatschig, snob, ordentlich, vielfraß, wahnsinnig. Diese Sims können minderwertige Objekte kritisieren, reagieren gelangweilt auf anspruchslose Fernsehprogramme und gewinnen Gesellschaft andere Snobs an Selbstsicherheit. Nee, finde ich das auch nicht so toll. Einzelgängerin. Puh, ist gar nicht so leicht, Leute. Ist gar nicht so leicht. Böse. Nee, das kann ich nicht bringen, sowas. Nee, Leute, ich würde mal noch Bücherwurm nehmen. Ich finde das alles sehr passend. Selbstsicher, ehrgeizig und Bücherwurm. Nee, jetzt habe ich Kunstliebhaberin genommen. Das wollte ich nicht. Ich wollte Bücherwurm haben. Also. Ne, das ist doch okay. Und ihr Ziel ist es, die Freundin der Welt zu werden. Das ist doch auf jeden Fall passend. So, Klamotten müssen wir jetzt hier noch Abendzeug und so machen. Das hatte ich auch bei Bud Spencer und Terence Hill vergessen das letzte Mal. Das geht schon wieder so gar nicht. Anzugjacken bitte. Nee, gibt's ja nicht irgendwie eine Combo, hätte ich gerne. Ach du Scheiße. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich mache immer noch eine andere Farbe. Das ist super. Und schwarz? Nee. Ach komm, wir machen einfach weiß. Das passt doch super zu den Haaren. So, Sportbekleidung. Das kann man fast schon wieder lassen. Sag mal noch. Ach, das ist doch super. So, was haben wir hier noch? Schlafanzüge. Nee. Nein. Ah, das Tattoo nervt mich gerade extrem, Leute. Ich kriege das nicht irgendwie weg. So, und jetzt hier Körper. Ja klar, bei Körper können wir es einstellen. Hier Tattoos. So, ich mach mal alle weg. Aber das Herz fand ich super. Wir machen mal so einen Delfin. Und dann hätte ich gerne noch das Herz. Wenn ich jetzt wiederfinde. Hier ist das Herz. So. Das ist doch schön. Mit so einem Delfin und einem Herz. Das kann sich doch sehen lassen. So gut, das hätten wir. Ich kann mal noch ganz schnell hier Körper und Hautfarbe ändern. Wobei das eigentlich okay ist, so wie es eingestellt ist, finde ich. Ja, wir können auch ganz blass machen. Machen wir mal so hier. Das ist okay. So gut, hätten wir auch. Dann gehen wir noch ganz kurz Klamotten und machen mal noch Schlafanzug habe ich auch schon eingestellt, ne? Nee, habe ich noch nicht eingestellt. Vorgefertigt. Hier haben wir es. Nee, ich würde ja glatt,
Ja, wir nehmen das hier, das ist okay. Und jetzt noch Ausgekleidung. Nee, das geht alles gar nicht. Alter! Das wird einfach nicht besser, es wird einfach nicht besser. Wartet mal eben. Gibt's da vorgefertigte Looks? Na, das ist ja das, wo ich eben war. Kombination. Ja, kommt, Leute, oder? Ich nehme mal das hier, das ist ganz okay. Das können wir mal lassen. Die Abendkleidung ist, schon alles sehr adrett. Aber sie läuft halt immer sehr adrett rum. Es ist doch okay. Ich finde es gut. Ich finde das so super. Lass mal einfach mal. So, Leute, das war's an sich schon gewesen mit der ANG. Wir müssen jetzt natürlich noch speichern. Wir können ja dann, überlege echt, ob man dann vielleicht irgendwie Barney Stinson bei ihr mit einziehen lassen oder so. Weiß nicht. Mal gucken, vielleicht habt ihr auch eine Idee. Apropos Ideen, ne? Wie gesagt, ihr merkt das ja, ich merke, was viel kommt und so, das mache ich dann auf jeden Fall. Und NT kam ja super oft und das fand ich auch witzig, die Idee. Bitte noch mehr solche Ideen, desto mehr mache ich dann auf jeden Fall auch. Und desto mehr Sims haben wir dann auch bei uns, wenn wir dann loslegen. So, Haushalt speichern. NT. Ich habe eine Idee mit der ganzen Welt. Dicke. So. Können wir so lassen, dann machen wir mal noch, das so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Ja, ich guck mal weiter. Nee. 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 Ich meine, sie darf ja auch freundlich posen, warum nicht? Wir nehmen einfach mal das hier. Nehmen einfach mal, oder das hier, das kann man ja auch einfach nehmen, oder? Das ist ja an sich, weiß ich nicht. Nee, wir nehmen einfach mal so, wie es jetzt ist. So, speichern bitte. So, du hast einen Haushalt gespeichert, Angie. Hätten wir. Dann gucken wir nochmal ganz kurz Galerie. Wie es jetzt aussieht. Angie, Beam und Licht aus. Übrigens, ich will das nochmal ändern hier. Was den Nachnamen angeht. So. Ersetzen. Wir haben die ja schon gespeichert, die Angie. Da kann jetzt ja nichts mehr passieren. Wie wollen wir das machen? Also kamen echt viele gute Vorschläge. Einer hat Mücke zum Beispiel vorgeschlagen, was ich ganz witzig fand. Bad Mücke. Aber ich fände es fast cooler, wenn man wirklich den Namen raushören würde, wenn man reint oder so. Deswegen machen wir mal. Da kam ein Vorschlag Dub, Spencer und Moment. Jetzt muss ich erstmal auf den anderen wieder zurück. Moment hier. So. Dub, Spencer und Trance. Das fand ich ganz cool. Mein Problem ist jetzt aber noch, dass genau Beziehung bearbeiten. Es hat nämlich auch jemand darauf hingewiesen, dass sie momentan zusammen sind. Nö, das passt doch. Beziehung, Haushalt, Mitbewohner. Dann ist es doch okay. Es ist nicht Ehemann, es sind Mitbewohner. Also eine homosexuelle Beziehung zwischen Transil und was, die Namen würden zwar natürlich irgendwie passen, aber nö, das möchte ich nicht. Also nicht zwischen den beiden, dass ein Bros sein, beziehungsweise Kumpels und damit machen wir einfach Mitbewohner. Ne? Also ist auch korrekt eingestellt. Alles klar, cool. So, das war's dann natürlich auch schon wieder gewesen. Galerie öffnen. Ach, ich habe noch nicht gespeichert, ne? Moment. Speichern bitte. Das Coole ist auch, dass die WG jetzt dann cooler heißen müsste. Ach nee, ich kann das ja sogar umbenennen. Wie nennt man die denn mal? Die linke und die rechte Hand. Auch weiter geht nicht. Machen wir einfach die linke und die rechte. Das ist okay. Speichern. Überschreiben. So. Gucken wir nochmal ganz kurz. Galerie öffnen. Die linke und die rechte. Das finde ich ganz cool. Angie und Beam. Wir werden natürlich immer noch ein bisschen ab und zu mal Feintuning betreiben und so, aber so finde ich es erstmal jetzt gar nicht so schlecht und ich weiß gar nicht, was ich dann mit denen mache. Vielleicht lösche ich die dann. Wenn wir richtig viele haben, dann können wir die auch löschen, die ganzen Standardtypen. Also, wie gesagt, ne? Weiter bitte mit Ideen geben und da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ich freue mich auf jeden Fall. Mir macht das irgendwie langsam, macht mir das richtig Spaß mit denen zu erstellen und so, muss ich wirklich sagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!